Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Seit ein paar Tagen kann man sich kostenlos die Corona-Datenspende-App auf dem Smartphone installieren. Das Robert-Koch-Institut hat diese entwickelt, um Daten zur Ausbreitung des Coronavirus zu bekommen, um dieses möglichst an der Verbreitung zu hindern. Und darum soll es nämlich heute gehen, nämlich um die Reaktionen der Hörer. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Diese Corona-Datenspende-App, die greift anonymisiert auf einige Daten von Gesundheitstrackern zu. Du brauchst also zum Beispiel eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker mit Datenaufzeichnung. Diese werden dann übermittelt, also die Daten, und anhand dieser kann dann das Robert-Koch-Institut Annahmen treffen, wie sich das Virus ausbreitet. Du installierst die App, koppelst diese mit den Gesundheitsdaten deines Tracking-Systems und dann wird das ganze Paket anonymisiert an das Institut geschickt. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet, weil ich von euch Hörern einmal wissen wollte, wie du dazu stehst. So als grobe Einschätzung, als ich diese Aufnahme machte, waren 80% dafür, 20% stehen dem so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber ich wollte ein bisschen mehr wissen. Nutzt du die App? Bist du bereit, Daten auszugeben? Oder sagst du dir, dass dir das ein bisschen zu weit ins Persönliche reingeht? Daher habe ich gebeten, einige Rückmeldungen per Voice Message mir zuzuschicken. Und diese Rückmeldungen habe ich erhalten. Ich nutze die Corona-Datenspende-App, weil ich finde, dass jeder etwas dafür tun kann und sollte, der etwas tun kann, um diese Pandemie aufzuhalten bzw. um sie zu verstehen und für die nächsten Pandemien vorbereitet zu sein. Also zu dieser Corona-App möchte ich kurz von der Schweiz aus meine Ansicht kurz mitteilen. Also grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, dass es so etwas geben soll, gerade in der heutigen multimedialen Zeit, wobei man von Anfang an natürlich bedenken muss, dass irgendwo der Datenschutz gesichert ist. Wenn man das Ganze dann irgendwie anonym macht, also in gewisser Weise anonym, dann wie gesagt, ist es grundsätzlich eine gute Idee, solange es dann nicht irgendwie so Auswirkungen haben wird, wie in Asien oder so. Hier in der Schweiz ist es so, dass es so eine App auch geben soll oder sogar 2, 3 Anbieter sind wohl dabei, so etwas zu programmieren, und mit dem Bundesamt für Gesundheit und mit dem Bundesrat hier, glaube ich, alle in Zusammenarbeit sind da was am Ausarbeiten. Ja, und von dem her finde ich es eine gute Idee. Wie das Ganze dann nachher aussehen soll und was für eine Art Sicherheit das hat oder nicht, das muss man dann halt sehen. Man sollte sich natürlich nicht zu sehr darauf verlassen, dass man jetzt dadurch total safe ist und aus dem Haus gehen kann und machen und tun kann, was man will oder so. Aber wenn es zum Beispiel diese Tests demnächst auch geben soll, wer immun ist oder wer krank war und dann immun ist, dann wäre es natürlich super, weil man dann sich auch in etwa anonym kennzeichnen könnte, hey, ich kann rausgehen und ich gefährde keinen mehr. Und ja, von dem her keine schlechte Idee, mit Punkten, die einfach beachtet werden sollen. Und alle die finden, das ist mir zu heikel, ich will da meine Daten nicht preisgeben oder wie auch immer, die sollen es halt wie mit allen anderen Apps, Payback-Apps oder sonstigen Apps handhaben und die einfach nicht benutzen. Ich benutze seit ungefähr einem halben Jahr den Fitness-Tracker von Fitbit. Ganz einfach, weil ich mal wissen wollte, wie meine Vitalfunktionen wie Puls, Herzfrequenz sind, wenn ich Sport mache, wenn ich arbeite, wenn ich schlafe und so weiter. Und diese Daten stelle ich ausnahmslos in diese freiwillige App Datenspende des Robert-Koch-Institutes zur Verfügung. Das Ganze mache ich jetzt seit letztem Donnerstag, weil ich erst an diesem Tag erfahren habe, dass das Robert-Koch-Institut diese App entwickelt hat. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, klasse, super, da musst du mitmachen. Und ich hoffe sehr, dass das Robert-Koch-Institut oder irgendein Pharmaunternehmen wirklich bald Möglichkeiten finden, dieses Virus zu besiegen und diese Covid-19-Erkrankungen auch heilen zu können. Und natürlich wäre es besser, je mehr mitmachen, desto besser ist es natürlich. Und ich hoffe, dass viele, viele andere noch sich dazu entschließen, ebenfalls ihre Gesundheitsdaten aus ihren Fit-Trackern zur Verfügung zu stellen, um einfach zu helfen, dieses Virus aufzuhalten. Bezüglich Datenschutz habe ich überhaupt keinerlei Bedenken, weil mir ist es egal, ob irgendjemand weiß, ich habe jetzt 110 Herzschläge pro Minute oder whatever. Ja, da habe ich keinerlei Probleme mit. Und solange es noch dem guten Zweck dient, ist es noch besser. Und ich finde, die Argumente, die manche hier vorbringen, von wegen, das sei alles Datenklau, Überwachung und so weiter, das ist völliger Bullshit, wenn ich mir dann
ansehe, wer hier alles mit Gott und der Welt seinen Instagram- oder Facebook-Account teilt mit Tausenden von Menschen, die man noch niemals persönlich gesehen hat, ja, da muss man sich die Frage stellen, was ist nun wirklich Datenklau oder was fällt unter Datenschutz und was geht einfach in den Gesundheitsschutz und in die Prävention? Und diese App ist eindeutig zur Prävention gedacht und ich hoffe wirklich, dass viele umdenken und auch noch viel mehr mitmachen. Es haben ja schon über 160.000 User sich registriert, das ist super, aber es müssen natürlich auch noch mehr werden. Ich denke darüber ganz, ganz klar. Gesundheit oder das Recht auch auf Gesundheit steht über dem Datenschutz. Also der Gesundheitsschutz schlägt den Datenschutz. Das ist ja auch schon im Infektionsschutzgesetz, Paragraph 34, verankert, dass auch bei ansteckenden Krankheiten, also bei zum Beispiel, wenn Kinder und Jugendliche Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, gibt es den Paragraphen 34 im Infektionsschutzgesetz, der den Datenschutz aushebelt. Das bedeutet, dass natürlich auch Daten weitergegeben werden dürfen zur Eindämmung von bestimmten Krankheiten. Und ich denke, bei dieser Lage und Situation ist es nur so eindeutiger und umso wichtiger, da den Datenschutz sein zu lassen und den Schutz der Bevölkerung, der Risikopatienten, der Eltern, Großeltern, Verwandten und auch von Freunden vorne anzustellen und natürlich nicht unbedingt darauf zu pochen, dass eben nicht alles so transparent sein dürfte. Denn ich denke auch, es werden viel, viel mehr Daten von mir preisgegeben, wenn ich mich bei Netflix, Disney Plus, bei allen möglichen Streamingdiensten anmelde oder Online-Portale einfach nutze, gebe ich viel, viel mehr Daten von mir preis, als wenn ich mich jetzt bei so einer App eines anerkannten Institutes anmelden würde. Beziehungsweise bin ich weniger gläsern, als ich befürchte. Anders auch zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Facebook, Instagram oder irgendetwas hochlade, wo ich ja meine Persönlichkeitsrechte an diesem Bild aufgebe, finde ich viel, viel dramatischer in dem Moment, als irgendetwas von mir preiszugeben, was einfach eine Eindämmung und auch einer Prävention eventuell sogar dient, beziehungsweise um Datenspitzen auch zu haben, um Messwerte einfach auch zu haben. Von daher stehe ich dieser App und auch diesem ganzen Prozedere sehr, sehr positiv gegenüber. Es gibt im Prinzip nichts daran auszusetzen, denn im Prinzip ist es ja egal, wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, beziehungsweise wenn mein Gewissen ruhig ist, kann auch der Rest ruhig sein und ich muss mir auch um nichts Sorgen machen, dass ich irgendwie jetzt total dass ich nachverfolgt werde bzw. überwacht oder irgendetwas anderes. Das hat damit ja nichts zu tun. Ich denke, das muss alles ausgeblendet werden, gerade auch in dieser Situation, die für alle komplett neu ist und es keine Vergleichswerte dazu gibt. Von daher, ich unterstütze alles, was der Allgemeinheit zugutekommt. Und zur Bewältigung dieser außergewöhnlichen Situation, diesem beispiellosen Zustand, in dem wir gerade alle stecken, und hoffe dadurch mit beitragen zu können, dass eine Eindämmung, Eingrenzung und auch dadurch eine baldige Besserung eintreten wird. Du kannst deine Meinung auch gerne noch loswerden in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Facebook, Instagram, Twitter oder anderen Medien oder überall dort, wo du diesen Podcast hörst. Bis zur nächsten Folge und bleib neugierig.